Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ja, ich habe jetzt ein bisschen hier aufgefrischt und so reisen möchte ich gar nicht. Und das passt perfekt bis in der Nacht. So, jetzt haben wir nämlich nur eine Stunde 23 Minuten. Jetzt latsche ich mal gedehnt dahin. Und ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es hat schon wieder sehr stark geruckelt. Ich check's einfach nicht. Ich weiß einfach nicht warum. Gerade in der Stadt ist das so extrem. Mal gleich gucken, ob es was bringt, wenn ich mal das Spiel neu starte. Manchmal bringt es was, manchmal nicht. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall das jetzt hier eben noch zu Ende machen. Es ist ja zum Glück auch immer nur. Jetzt weiß ich gar nicht, wo der Kampf stattfindet. Ich gerade doch, jetzt weiß ich es wieder. Ich war gerade etwas verwirrt. Genau. So, und ich soll, haben sie gesagt, ich soll nicht gewinnen. Sonst würde er mich platt machen oder irgendwie sowas. Deswegen speichere ich das Spiel jetzt lieber nochmal. Ja. Ich habe ein bisschen umgerüstet, ein bisschen umgeändert hier. Leider hat haben Kurt der Brustpanzer von dem einen Typen, von dem Hörmann, nicht gepasst. Dafür aber Schuhe, also Stiefel, Handschuhe und Helm. Und der Petrus hat jetzt halt die Brustplatte. Und schicke Stiefel. Hat der überhaupt eine Hose an, der Mann? Es wirkt ja nicht so, ne? So, ich bin mal gespannt, ob jetzt hier gleich noch gesagt wird, ob ich gewinnen oder verlieren soll, weil ich habe das jetzt nicht wirklich mitgekriegt. Ja, weiter aufwerten, ob Waffen oder Rüstungen konnte ich jetzt leider nicht, denn mir fehlt überall Rohessenz und ich weiß nicht, woher ich die kriegen soll. Wahrscheinlich von Biestern, aber momentan halte ich mich halt nur in der Stadt auf, deswegen ist es schwer da ranzukommen. Aber unser Weg wird uns bestimmt gleich nochmal in die Wildnis bringen, führen. Da bin ich mir sicher. Ich finde es übrigens richtig cool. Ich mag ja eigentlich gar keine Umhänge oder so Capes oder sowas, ne? Aber ich finde so getragen, so schräg und dann da drüber und da drunter finde ich das mega nice. So. Ich muss da jetzt rein. Puh. Die Kirchenglocke hier bei mir, die weiß auch nie, wann sie glocken soll. Die läutet andauernd zu unterschiedlichen Zeiten abends. Nur um 7 Uhr, da ist sie immer pünktlich. So. Ready to excite the crowd? Nein. Ah, there you are. I was told you'd be taking on one of our old champions. Genau. Are you ready for the fight? Beware. Contrary to the challenges, this combat must be fought alone. Your friends must remain in the stands. Yes. I am ready. So, jump into the arena. And may the better fighter win. Es ist ja auch nur einer, ne? Oh Gott. Aber soll ich jetzt gewinnen oder verlieren? Ich weiß es nicht. Oh, der ist schnell. Der ist echt schnell. Ich habe gewonnen. What a brilliant spectacle. Congratulations on your victory. Thank you. It wasn't easy. And here are your winnings from the combat. You've earned them. Bravo. A glorious victory, which is made all the sweeter by double compensation. I don't believe I've ever seen you happier. The thought of holding something over Cornelia seems to do you wonders. That is true. Politics is an extremely subtle game, and just as satisfying as fighting in an arena. I imagine we need to go and see her now. Yes, and I hope you will enjoy the moment every bit as much as I will. Oh, ich
habe mich... Mir tut mein Knie so weh. Ich habe mich, vorhin, als ich mit dem Hund draußen war, habe ich mich so mega auf die Fresse gelegt. Ey, das war so ein... Also man kann wirklich nicht schön fallen, ne? Das geht wirklich nicht, ne? Also seit man beherrscht dieses Abrollen. Ich habe mich... Oh, ich bin gelaufen. Und ich hatte... Ich wollte nur eben ganz kurz halt einmal nur Pappe wegbringen und habe mir gedacht, ach komm, nimmst du den Hund dann eben mit halt für das Stück und lässt ihn eben pinkeln. Bin dann natürlich dann nur in so Gummilatschen runtergelaufen, anstatt mit meinen Schuhen, mit meinen festen Stiefeln jetzt gerade bei dem Wetter. Ja, und bin dann da und oh, diese Gummilatschen, bin auf dem Blatt, auf dem nassen Blatt ausgerutscht und habe mich so dermaßen komisch hingeschmissen. Ich habe, weiß ich nicht, so... Ich bin irgendwie auf Knie, aber nur mit einem Knie. Also ich bin mit einem Knie richtig aufgeschlagen auf dem Boden. Und mit dem anderen stand ich so. Also es sah aus, als wenn ich mich irgendwie verbeugt hätte. So, als wenn ich so auf Knie gegangen wäre. So war mit dem Verbeugen. War schon echt witzig. Ja. Und Ghosty ist ganz lieb sitzen geblieben bei mir. Und hat mich unterstützt. hat gewartet, bis ich mich wieder aufgerappelt habe. Oh, das sah so schlimm aus, ne? Und ich habe mich sofort umgekehrt. Ich habe erstmal so getan, als wenn ich mir richtig weh getan hätte. Damit das nicht so blöd aussieht. Weil ich finde, das sieht immer blöd aus, wenn man sich auf den Bart legt. Und dann einfach aufsteht und weitergeht, als wenn nichts gewesen wäre. So, ich finde das dann noch peinlicher. So tue ich dann immer erst so, oh, ich armes Ding und nein und oh und so Schmerzen und so. Und guck dann nebenbei mit so einem Augenwinkel, ob das überhaupt irgendjemand gesehen hat. Hatte zum Glück aber keiner gesehen. Zum Glück. Lady de Sade. And you, Petrus, what can I do for you? We have come to offer our support. We have learned that the arena was cruel to you. Mm. How do you know that? Oh, I see. You tricked my informer. We just let him believe that I would lose. All I did was take the place of your moneylender. You owe me a handsome sum. All of this just to make me spill the beans, am I right? I didn't expect you to play this kind of game, Your Excellency. It is true, though, that with such a teacher... Oh, come on, Cornelia. You excel at this game. It's true. And I also know when to admit defeat. What do you want from me? We won't use what we know of you, nor what you owe us. So long as you act loyally towards the congregation and Constantine. Is that clear? Is that what you're expecting? Ah, but I'm sure that this sly old fox has something else in mind, right? You hope that I'll support you when you court the rank of cardinal. You haven't learnt your lesson then. Have you forgotten the abyss into which you plunged because of your ambition last time? Petrus, what's she talking about? Cornelia, you don't have the right to use that against me, to disclose what I revealed to you that day. It was said under the seal of the enlightened, it's true. But if someone deserves to know, it's her. No, please. Since you have no intention of speaking, I will. Petrus knew your mother, child. Your real mother. My mother? Petrus, is it true? How? Be damned, Cornelia. It's true. I knew your mother. I used to go to the jail to give my spiritual support to the prisoners of the Prince d'Orsay. That's where I met her. She was alone, afraid, and exhausted. And so strange. Obviously, I had no way of knowing that she came from here. The princes kept their secret well. Why didn't you tell me about it? You know that my uncle lied to me and you kept quiet. I was ashamed. Ashamed of having left her to die in that dead-end pit. Completely alone. Why talk to others about it then? Why does she know? One evening, in a fit of despair,
Petrus felt the need to share this great burden with someone. At the time, you were the ear of the enlightened, Cornelia. You have broken your vows. Ah, damnation! It's better out in the open. I've wanted to tell you about it since I met you. Now that you know, I want to do something in her memory. I will help you find your family here on the island. The prince sent you here to use you. But I can ensure that all of this serves a purpose. How could I possibly believe you now? You have used me for your scheming and have kept me in the dark. I understand how you feel, my child. Let's wait a little, until you've taken it all in. Time heals the wounds of the soul. Come back and see me when you are ready. As for you, Cornelia, remember what we have on you. You no longer have the upper hand. Be careful, Desade. You now see the real Petrus, sly and opportunistic. Okay, das ist natürlich jetzt ein sehr hartes Stück. Das ist wirklich ein sehr hartes Stück. Können wir noch mal mit Petrus reden? My dear child, what can I do for you? Nee. I will see you later, father. Take care. Okay, hier können wir wirklich gar nichts mehr. Mein Gott, Ghost, ey. Reiß hier die ganze Hütte ab. Ja, dann komm, dann bitten wir mal hier den Heiler von San Mateus um Hilfe. Wir sind ja jetzt hier gerade in der Nähe. Wo soll der denn sein, der Type? Die Type. Excuse me. Are you Cecilius, the famous healer? I am a healer only through the grace of the Illuminated. What can I do for you, my child? My cousin, the governor of New Serene, is in terrible pain. Well, that's terribly sad. Was he wounded in combat? Was it during the Coin Guard's rebellion? Alas, no. He is afflicted with the Malachor, and his days are numbered. We are looking for a cure, but... Now that's a true miracle that you require. And I fear that they're extremely rare in these pagan lands. Cecilius, my friend. If there's anyone on this island capable of helping the governor, it is you. Have you not been blessed by the Illuminated? Is it not your obligation to aid our allies? Without them, who knows what would have happened to our holy city during the plot? Petrus, you always knew how to weave words to get what you want. Very good. I'll go to New Serene and try to ease the governor's pain. But do not feed on vain hopes. There are trials that we must accept to undertake with humility. A thousand thanks, Cecilius. May the Illuminated go with you, my child. There is no miracle that he cannot accomplish. I will pray that you find this cure that we need so desperately. I have not lost hope. Cecilius is an extraordinary healer. I'm certain he'll be able to at least alleviate Constantine's pain. Come closer. If I were in your position, I wouldn't put too much trust in magic, Greenblood. It's often disappointing. All I'm hoping for is that he'll manage to give my cousin some time. And some respite while we look for an antidote. Okay, Petrus lassen wir jetzt erstmal hier. Ich würde gerne die... Oh mein Gott, ich möchte keinen Anruf machen. Google riecht mich teilweise immer so auf. Petrus lassen wir hier. Ich nehme jetzt Siora mit. Und dann gucken wir mal. Für den Heiler in Wünschiff. Noch ein Heiler. Bitte den Doktor in Hikmet. Okay. Machen wir erstmal das da. Das ist die Hikmet-Region. Versuchen wir es mit der jetzt.
Ups, Entschuldigung. Keiner will mit mir labern. So. Jetzt muss ich das doch mal eben... Schmugglerware befüllen. Ach, ich habe den Schmuggler nicht hier. Den Ding noch nicht befragt. Okay. Genau, das Leid von Konstantin. Doktor von Hikmet. Würde ich gerne. Da. Oh, so weit muss ich reisen. Das ist aber ein bisschen krass jetzt hier. Okay, was soll uns nicht stören? Found the Dara Grimmeteren Dam! To my health! And death to the others! You've no magic yet! Drink the potion! Close to Issa, Rechnes Kiri! You're running out of... Kriege ich jetzt hier Rohessenz her? Nee, Beast Essence. Okay. Hinten ist schon wieder ein Wagen. Found it, Dara, Grimmeterem Dam! You've no magic yet! Drink a potion! You're running out of energy! Drink a potion! Vieh lässt sich nicht beirren, es grast einfach weiter. Ist total cool drauf. Richtig gechillt. So, da haben wir doch schon mal jemanden. Ah ne, das ist der Händler. Händler und Fahrer und was weiß ich nicht was. Wir wollen hier zu jemandem. Genau, wir müssen an den Außenposten vorbei, dann hier hin. Ach, das ist, ach ja, genau, das ist die Stadt. In der haben wir aber echt wenig zu tun, ne? Und hier ist ein Lagerfeuer und... Gibt's hier, gibt's da echt keine bessere Möglichkeit, um dorthin zu kommen? Hab ich da nicht auch ein Haus? Doch echt eigenartig. Ich war ja hier aber auch schon mal. Ja klar war ich hier schon mal. Ja, dann wollen wir mal. Come closer! Come closer! All my wares are in the vanguard. Hier lang. Weiter. At the fiery flasks, you'll find the quintessence of alchemy, the best potion. Oh nein. Here comes our pay, boys. To my health and death to the others. Come and taste my saber. Drink a potion. Heal yourself quickly. Boah, was geht mit denen? Quintessence of alchemy, the best potions and the most efficient. We'll make you dance, lad dwellers. No magic left. Drink a potion. Move away. Things are about to get dicey. All these blue bloods, they aren't worth tuppence. Oh, ich hab keine Dinge mehr. Meine Güte, nee.
üblichen Verdächtigen. Halt! No one enters! Laborwache? Wie, es kommt niemand rein? Willst du mich verarschen? Ich muss da rein. Warte mal. Kann man hier irgendwie... Huchala, was war das denn jetzt gerade? Kann man da irgendwie rauf? Aber nur um... Hier was zum... Wie soll ich denn da hinkommen? Komm da sonst her. Muss da irgendwie reinkommen können. Halt! No one enters! Es kommt niemand rein, aber ich kriege auch keine Information, was ich tun soll. Fiery flasks, you'll... Greetings. I immediately spotted that you are a real science enthusiast. I have all the potions you could ever dream of. And other things, too. We also sell ingredients, and we even craft on demand. So, what would you like? Alchemistenbekleidung. Bringt das was? Ich weiß nicht. Aber ich versuch's einfach mal. I was honored by your visit. Please come back whenever you want. Das trage ich zu viel, das gibt's ja nicht. Versuch's einfach mal. No one in. Okay. Jetzt kommt definitiv niemand rein. Was kann man denn von ihm zubereiten lassen? Vielleicht muss ich auch nur einfach andersrum gehen. Das kann ja auch sein. Ich guck mal nach der Karte einfach mal. Okay, die Karte sagt nicht sehr viel aus und wir kommen hier definitiv nicht. Doch. Ach nee, Geheimlabor von Dr. Asil. Haus des Arztes. Wir müssen hier so irgendwie rein. Wir müssen hier irgendwie rein, aber ich weiß nicht, wie wir da reinkommen sollen. Ha. Jetzt kann ich hier gar nichts mit ihm. Klären irgendwie, keine Ahnung. Dann halt nicht, ne? Dann gehe ich jetzt halt hier lang. Bin ich wieder hier. Gibt's ja nicht. Ich hätte gehen können.
brutes! Leave me! I will follow you nowhere! Come now, be reasonable! Our people require the talent of a doctor, and we would prefer to have the best. But an accident is quick in coming. We wouldn't want to have to settle for second best. I should intervene. These thugs don't seem to care about her well-being. Well, well. What do you want? You need to leave the doctor alone. Is that so? Well, let's see if you can live up to your gigantic mouth. Das war der Doktor hier. What a terrible mess. What a bunch of idiots. Thank you for your help. I don't know where they wanted to take me, but those brutes had the most detestable manners. I'm happy to have been of service. Nevertheless, our presence was not a coincidence. Are you in need of a doctor? Indeed. My cousin is suffering from the Malachor. I know that there's no cure yet. But you still hope. Because surrender is unbearable. I know that. I came here because I couldn't bear to watch the sick die any longer. I had hoped to never see a case of this disgusting disease. Yet here you are. I would like nothing more than to send you looking for help elsewhere. But I cannot refuse you. Not after your intervention back there. You are so helpful. And it is only right that I return the favor. I shall leave immediately for New Serene. I'll do my best to help your cousin with the pain. That's all that I'm in a position to promise. Thank you, Doctor. I won't ask for anything more. So. Jetzt brauchen wir nur noch von Ciora Stamm. Jemanden. Was ist denn? Komische Eingebung hier mit dem Maus. So. Ich weiß immer noch nicht, wo mein Wohnsitz ist. Hier. Come closer! Come closer! Come closer! Come closer! Scheiße, wo ist mein Wohnsitz? Ich bin dran vorbeigelatscht. Wie ist denn das passiert? Come closer! Come closer! Come closer! Come closer! Da zieht am Ziel angekommen, dankeschön. Ich weiß. Ich hab's gemerkt. So, letzte. Einmal noch in das Dorf gehen. Einmal kurz knullen. Was haben wir denn hier? Müssen wir da rein? Schmuggel. Oh, gut, Schmuggelware könnte man noch machen, aber finde ich jetzt gerade nicht so wichtig. Ja. Die Prüfung des Wassers, was war das denn nochmal? Ach ja, müssen Konstantin auch nochmal über. Upsala. So, wir können jetzt erstmal weitermachen. So, wir haben Ciora dabei. Das ist schon mal positiv. Vielleicht hilft uns das ja. Quercy! Get out! Who do you think you are to defoil our ritual? One of those mindshakers, no doubt. Aiden, it is your duty to assure we are not interrupted. A thousand pardons, Tien. It is indeed one of those mindshakers. A mindshaker? Look at him more closely, Aiden. He is on Olmanawi. Present yourself and tell me why you interrupt our ceremony. My name is Desarde. I have come looking for you to ask for your help. I greet you, Donegad. We are so sorry to have interrupted your ritual. But my friend truly needs your advice. Don't excuse yourself. Are you the daughter of Bladnid? Are you not a Donegad as well? It is true. But my powers of healing are far less powerful than your own. Then, how can I help you? My cousin suffers from a terrible sickness. The Malachor. I do not know this sickness.
But perhaps we call it by a different name. It turns the blood black and provokes terrible suffering. And alas, it is fatal in all cases. We've never seen the ailing touched by such a sickness. And I doubt I am able to heal your cousin. We are looking for a remedy, but urgently need to relieve his pain. Could you slow the progression of the sickness? Keep him from suffering? In that, I can help you. I know how to make one forget the pain, even the most severely wounded. But Tjern, with all that is happening now, you cannot leave to visit this ill person. It is true. My village needs me now. I cannot leave. I must attend them. What is going on? Perhaps we can help you. Truly? You? Do they have a choice, Aiden? They do really seem to have need of me, don't they? Well, then tell us what we need to do. The situation has become unbearable. And it all started when these Moin Shakers began arriving. They wanted to convert everyone and take them to another place. Turn them away from us. And of course, the village folk would not be persuaded, but the Moin Shakers remained. And it was also at that time the Tenlin started to attack. It is not their way to do as such. There are many wounded, and recently many have gone missing. We must discover from where these monsters come. I can try and talk sense into the missionaries, perhaps with the help of Bishop Petrus. As for the attacks of the creatures, I will see what I can do, but I need more information. Our Master Hunter, or the families of the Taken, could most likely help you. Very well. I'll take care of it. Make preparations to accompany us. The days are burning like very thin candles. Do not worry. If you see to the concerns of my village, I will be most happy to accompany you. Let's go and see this Master Hunter. He should be able to tell us more about these attacks. So, ich muss mich aber bei euch verabschieden und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.